Egal, da gibt's eine Almanachseite. Und die will mir gehören. Steht schon Name drauf. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt eigentlich wieder einen Satz komplett gehabt eben? Wie viel fehlt mir jetzt noch? Im Allgemeinen jetzt, also gesamt. Wie viel fehlt mir gesamt noch? Oh, es regnet. Ah, okay, jetzt habe ich das mit dem Kontern langsam richtig drauf. Dass man, die lassen jetzt einem mehr Zeit. Ah, okay. Ja. Bam, bam. So. Das wär's, Mädels. Na, auch ein bisschen plündern, kleiner. So. Ja, ich würde sagen, Zeit für die nächste Hauptquest. Setzen wir uns mal eine Runde, oder was? Vater und Sohn. Ich bin gespannt, wie es weitergeht da mit der Story. Ich bin wirklich gespannt. Mal schauen. Guten Abend, Connor. Es ist ja noch alles dran an dir. Hast du dich von den Schlägen erholt? Benjamin Church hat sich in einer verlassenen Brauerei in Wassernähe versteckt. Bis Sonnenaufgang sind wir fertig mit ihm. Gut. Ich möchte die Vorräte so bald wie möglich zurückgebracht haben. Natürlich. Ich will dich nicht von deinem sinnlosen Treiben abhalten. Dann komm mit, folge mir. Ah, gut. Immer dasselbe, dass die so langsam sind, ne? Entweder sind sie zu schnell, dass ich ihnen kaum folgen kann, oder gleich schnell, oder aber sie sind langsam. Oh ja, schön über die Dächer. Zack. So, was liegt an? Sag mir was. Du hättest mich beim ersten Treffen töten können. Was hat dich davon abgehalten? Neugierde. Noch weitere Fragen? Wonach trachten die Templer wirklich? Ordnung, Sinn, Richtung. Nicht mehr als das. Ihr seid es, die alles mit diesem Gefasel von Freiheit durcheinander bringen. Vor langer Zeit verfolgten die Assassinen ein edleres Ziel, nämlich den Frieden. Freiheit ist Frieden. Oh nein, sie ist Aufforderung zum Chaos. Sieh dir nur diese Revolution an, die deine Freunde begannen. Ich stand einmal vor dem Kontinentalkongress und hörte ihr Gestampfe und Geschrei. Alles im Namen der Freiheit. Doch es ist nur Lärm. Und deswegen begünstigst du Lee? Er versteht die Bedürfnisse dieser Möchtegern-Nation besser als die Holzköpfe, die behaupten, sie zu repräsentieren. Es kommt mir vor, als hättest du saure Milch getrunken. Das Volk hat seine Wahl getroffen. Es wählte Washington. Nicht das Volk hat gewählt. Es war eine Gruppe privilegierter Feiglinge, die sich zu bereichern suchten. Sie kamen geheim zusammen und trafen die Entscheidung, die ihnen passte. Oh, sie haben es in schöne Worte gepackt. Doch dadurch wird es nicht wahrer. Der Unterschied, Connor. Der einzige Unterschied zwischen mir und deinen Leuten ist, dass ich kein Mitgefühl heuchle. Aha. Tja, die Frage ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob es damals schon oder zu dieser Zeit schon demokratisch entschieden wurde oder ob halt wirklich, wie der Vater eben gesagt hat, dass nur diese, die auch die Unabhängigkeitserklärung quasi unterschrieben haben,
gewählt haben, sag ich mal. Uiuiui, das war knapp. Ja, da habe ich mich ein bisschen verlaufen. Ich dachte, ich weiß, wo es lang geht, aber... Naja. Wow. Haha. Alter, ich werde schon wieder voll fett gesucht. Oh, ja. Ja, ich hätte auch einfach in den Heuhaufen hüpfen können. Naja. Einen Moment. Denk, ein Steckbrief von mir. Was ist? Ich hatte vor, dich durch die Wachen zu schleusen, doch er hat sie durch Leute ersetzt, die ich nicht kenne. Oh. Ich sollte vorbeigelangen, ohne Verdacht zu erregen. Aber du. Ich metzel mich durch? Entweder zusammen oder gar nicht. Was schlägst du denn vor? Ich suche eine Wache, die dienstfrei hat und nehme seine Uniform. Wie du meinst? Ich warte hier auf dich. Natürlich tust du das. Entschuldige, willst du vielleicht, dass ich mitkomme und deine Hand halte, dir aufmunternde Worte zuflüstere? So, eine Wache, die dienstfrei hat. Oh. Ja, ne? So, die Wache hier hat Dienst frei. Was? Ah, verdammt. Zack. Bam. Okay. Warum ist jetzt hier so ein Bimbo? Gern geschehen. Dankeschön, nicht gern geschehen. Gern geschehen auch, aber vor allem Dankeschön. Wow. Hey, ein Glück, dass das so vorgesehen war. Das sollte reichen. Folge mir. Halt, Fremde. Das ist Privatgelände. Was habt ihr hier zu suchen? Der Vater des Verstehens leitet uns. Dich erkenne ich, aber nicht den Wilden. Er ist mein Sohn. Ein wildes Früchtchen gekostet, ja? Frei mit euch. Spacken, ey. Ah, okay. Scheint direkt weiterzugehen hier drin, dann cool, oder? Ja, okay, das habe ich nicht geschafft, egal. Ja. Dann bin ich mal gespannt. Benjamin Church konfrontieren, okay. Einfach nur konfrontieren, oder wie machen wir das jetzt? So, ich bin ruhig. Viel Spaß. Gib mir einen Moment. Es muss befremdlich sein, von meiner Existenz zu erfahren, wie du es hast. Ich muss sagen, ich bin neugierig, was deine Mutter von mir erzählt hat. Ich habe mich immer gefragt, wie mein Leben verlaufen wäre, wären wir zusammengeblieben. Wie geht es ihr eigentlich? Tot. Ermordet. Was? Es tut mir sehr leid. Es tut ihr leid. Sie verbrannte bei lebendigem Leib. Ich vergesse nie ihr Gesicht, als sie mich fortschickte. Charles Lee ist verantwortlich für ihren Tod. Auf deinen Befehl. Und es tut ihr leid. Unmöglich. Ich gab keinen solchen Befehl. Sogar ganz im Gegenteil.
Sie sollten die Suche nach den Vorläufern abbrechen. Wir mussten uns praktikableren Zielen zuwenden. Es geschah. Und ich kann es nicht vergessen. Hat da etwa Charles Lee was auf eigene Faust unternommen? Benjamin Church. Ihr seid schuldig des Betrugs am Templerorden und der Missachtung unserer Prinzipien zur eigenen Bereicherung. In Anbetracht eurer Verbrechen verurteile ich euch zum Tode. Jetzt! Ihr seid zu spät. Church und die Ladung sind längst fort. Und ich fürchte, ihr werdet nicht in der Lage sein, ihnen zu folgen. Naja. Die Seite des Siegers. Die Briten gewinnen diesen Krieg. Naja. Es waren Prinzipien immer wichtiger als Profit. Vielleicht zerbrechen euer kleines Reich genau deswegen. Bam. Einen schönen Traum hattet ihr da. Doch es war nie mehr als nur ein Traum. Seht ihr dieses Halbblut kennt, wie ein wilder Hund. Ja, ich mach euch voll fertig, Jungs. Lieber zum Schweigen, Jungs. Diese zwei, schnapp sie! Lass sie mich entkommen! Pack sie! Okay, Moment. Versuche ich die mal zu entwaffnen? Jawohl, das klappt doch gut. Dann haben sie keine Chance. Und tschüss, Jungs. Jawohl, ja. Sag's euch, alles was ihr wollt, aber versprecht. Oh, keine Eier in der Hose, was? Du hast mein Wort. Er brach gestern auf nach Martinique, an Bord eines Handelsschiffes namens Welcome. Das halbe Schiff ist voll von den Sachen, die er den Patrioten gestohlen hat. Mehr weiß ich nicht, ich schwöre. Euer Versprechen. Er hat es ja auch gehalten. Gehen wir. So, jetzt heißt es aus der voller Hölle, aus der Feuerhölle entkommen. Wir müssen schleunigst hier raus. Ja. Was du nicht sagst. Eben. Das ist nicht der Moment zum Herumtrödeln. Woo! Oh yeah. Alter, hammergeil. Und so. Woo! Nice. Ja, ich bin vor dir, glaube ich, sogar fast, ne? Komm zurück, ihr Verräter! Oh, es wird mir eine Freude sein, euch zu bestrafen. Moment. Gut bezahlt. Nein! Scheiße! Und was nützt euch euer Gold jetzt? Ist es magisches Gold vielleicht? Wie das, aus dem das Vlies geschwonnen wurde? Meint ihr, es schützt euch vor den Flammen? Ich dachte, ihr wärt so siegesicher. Warum rennt ihr dann vor uns weg, ne? Ihre Gesichter sehen so. Panik. Aha. Sogar nass gemacht. Er hat sich da eine in die Hosen gepisst, was? Oh, voll verkackt, Jungs. Na, helfen wir ihm? Ja, wir helfen ihm. Alter, der hat bei, als die Indianer da, was hast du vor? Oh, gefangen. Tu das nicht. Wie wirst du nicht, was auf der anderen Seite? Nicht schlecht. Als er die Indianer da befreit hat, Haytham am Anfang, da hat er auch einfach die Schlösser aufgeboxt. Mit der bloßen Faust, ey.
Oh, das war doch spaßig. Jetzt wissen wir's.